Ich freue mich, euch zurück begrüßen zu dürfen hier bei Hyrule Warriors. Nach dieser kleinen Pause habe ich wieder richtig Bock aufzunehmen. Aber naja, solche Pausen müssen nun mal manchmal sein. Ist schon Rezept vorgegeben, weil ich das beim letzten Mal gekocht habe? Oder wieso sich das dann gemerkt hat? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Solche kleinen Pausen müssen nun mal manchmal sein. Wegen Freunden und Familie ist das leider nicht anders möglich. Weil die eben auch zu unterschiedlicher Zeit dann eben Zeit haben, hat man auch noch ein paar Termine und ja. Was soll man machen? Die Gerudo leben in einem Dorf der gleichnamigen Region. Sie sind ein starkes und stolzes Volk der Wüste, das ausschließlich aus Frauen besteht. Aufgrund ihres herausragenden Geschicks im Kampf sowie ihrer Fähigkeit, über den Blitz zu gebieten, fiel die Wahl des Piloten für den Titanen Varna Boris auf Urbosa, die Anführerin der Gerudo. Auch verband sie eine enge Freundschaft mit der verstorbenen Königin von Hyrule. Okay. Mit Link an ihrer Seite trat Zelda nun die Reise nach Gerudo-Stadt an, nicht ahnend, dass sie auf dem Weg eine überraschende Begegnung erwarten würde. Mit was? Mit diesen komischen Sandwürmern oder was? Aber hoffentlich nicht wieder so ein Quatsch wie bei Revali, wie bei den Orni. Das ist ja uncool. Ernsthaft, schon wieder so ein Müll. Warum greifen die Gerudo uns an? Ja. Das werden wir wohl Königin Urbosa selbst fragen müssen. Ja, true. Warum greifen die uns an? Diese Scheiße hatten wir doch schon. Mit den Orni. Aber Revali steht uns endlich mal zur Seite, anstatt gegen uns zu kämpfen. Das ist doch schon mal was. Ja, und würde ich das Ganze hier hauptberuflich machen, wären die Pausen auch gar nicht nötig, aber... Das ist Zukunftsmusik. Meine Fresse, heute fällt es mir aber auch wieder schwer zu reden. Das wird wohl noch in sehr ferner Zukunft liegen, dass ich das machen kann. Wäre cool. Unterstützt mich gerne. So wie diese hylianischen Ritter. Und lasst ein Abo da, lasst ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, sowas muss man leider immer dazu sagen. Weil auf YouTube ist es nun mal so, dass man sehr viel geboten bekommt und die meisten liken die Videos dann nicht, obwohl es ihnen vielleicht gefallen hat, weil sie es vergessen oder weil sich die Videos einfach immer reinziehen, immer nach und nach. Und Autoplay vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung dann macht. Ja, wo müssen wir hin? Begib dich von der Südseite aus zur Stadt. Ja, wo ist denn die Stadt? Ah, okay. Da. Ich würde mal auf die Karte schauen. Es ist an der Zeit. Wofür? Das war eine Falle. Was haben sie nur vorgegeben?
uns anzugreifen, oder was? Au. So, was zum Teufel ist hier los? Was ist hier los? Oh, da ist ja noch einer. Vielleicht ein Test, ob wir es wert sind, dass uns geholfen wird, oder wie? Weil eigentlich, wenn die Königin einen guten Draht, also die Königin der Gerudo und einen guten Draht zur Königin der Hylianer hatte, sie ist überhaupt nicht mehr sie selbst, dann verstehe ich das Ganze nicht wirklich, warum sie uns erst testen möchte. Au, X, nicht A. Was die Gründe für den ganzen Quatsch hier sind, werden wir wohl erst erfahren, wenn wir in Stadtinnere vordringen. Also lasst uns mal loslegen hier, anstatt uns die ganze Zeit fertig machen zu lassen. Ja, komm, bist doch fast down. So, jetzt. Tolle Arbeit wie immer, Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ha! Siehst du? Zahlt sich doch aus, Link. Zahlt sich aus. Wo müssen wir her? Da ja, ne? Urbosa. So, jetzt sag. Was zum Teufel ist hier los? Urbosa! Warum? Warum tust du das nur? Dein Schicksal endet hier. Prinzessin Zelda. Lel? Ich eilte hierher zurück. Ah, ist eine Fakerin. Doch niemals hätte ich gedacht, eine Situation wie diese vorzufinden. Urbosa? Bist du wohl auf, Prinzessin? Holy shit. Die Attacke war nice. Urbosa, Königin der Gerudo. Ah, okay. Urbosa? Koga, Anführer der Jäger. Aber da ihr schon einmal hier seid. Übernehmen jetzt meine Jungs! Ja, ja, komm. Zieh ab. Was? Er hat sich ja verpisst, oder was? Ja, Ehre auf jeden Fall. Oh, wir zocken Urbosa, nice. Kann sie auch diesen Donnerquatsch dann? Oh mein Gott. Das ist geil. Das ist geil. Genau so will ich das. Dass man... Ah, okay. Dass man die ganzen Attacken dann auch nutzen kann, finde ich nice. Aber ich meine, konnte man bei den anderen Gegnern ja auch. Quatsch, Gegnern, sage ich jetzt hier schon. Bei den anderen Champions konnte man es ja auch. Also
würde es keinen Sinn machen, wenn man das bei ihr nicht konnte. Hm. Was? Wo müssen wir hin? Da hinten, okay. Oder wie? Moment mal. Doch. Mein Gott, ey. Oh. Ja, das war irgendwie der falsche Button. Okay. Mit R. Ja, komm, hau rein. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott. Okay, ja, wir haben ihn aber fast. Und jetzt haben wir dich. Boah, sie hat so heftig Stil, Alter. Sie hat den Style. Aber sowas von. In den Champions zu kämpfen ist echt sehr geil. Vor allem die halt, oh mein Gott, hat der Damage gemacht. Oh, und ich sehe gerade, wir haben auch so eine neue Leiste links oben. Was genau heißt das? Warte mal kurz, da stand eben was von Laden. Aua. Bringt das irgendwas, länger gedrückt zu halten? Ich weiß nicht, aber ich denke nicht. Wie entlade ich denn die Leiste? Hm. Ich habe keine Ahnung, aber der ist jetzt sowieso down, also von daher. Schnipp. Nice, ey. Das ist cool. Okay, Reisebogen. Ach so, den benutzt Revali, ne? Naja. Alles klar, okay. Anscheinend, indem man die Spezialattacken benutzt, lädt man das. Und dann werden die Attacken bei jedem Mal stärker. Okay, nice. Ja, komm. Schluss jetzt. Ich will auch mal sehen, was sie hier kann. Das ist anscheinend einiges. Was sie kann. Ja, also diese Donnerattacken gefallen mir. Ja, nee, ihr sollt nicht aufstehen. Ihr sollt logischerweise liegen bleiben. Begib dich zum Ziel. Ja, okay, dann machen wir es mal. Ich habe zwar keine Ahnung, warum wir auf einmal quer durch die Wüste rennen sollen. Was dann da drüben auf uns erwartet, aber ich denke mal, was das Spiel sagt, das ist Gesetz. Also, let's go. So eine komische Pflanze. Ja, okay, hier ist erstmal ein Krog. Den nehmen wir natürlich mit. Kann es sein, dass man hier nicht her kann? Obwohl man dort eigentlich her können sollte. Ja, komm ey, nee. Aber das mache ich jetzt nicht mit Urbosa. Das mache ich mit Revali, der quasi schon fast am Ziel ist. Also, let's go. Nee, 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 nee.
Wir können einfach über die drüber fliegen. Was wir auch machen werden. Natürlich. Denn wir sind quasi. Okay. Denn die sind quasi keine Herausforderung für uns. Sieger, die Gegner mit einem lauten Angriff. Einem lauten Angriff. Ja, die Bombenpfeile sind keine lauten Angriffe, oder was? Wir könnten etwas in die Luft sprengen und sie durch den Lärm hervorlocken. Ja, komm, aber wir haben doch die Bombenpfeile schon benutzt. Gut. Ja, okay. Wie auch immer. Anscheinend wollen sie unbedingt die Bomben haben. Dann geben wir ihnen die Bomben. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, warum wir unbedingt die Bomben nehmen müssen, weil Bombenpfeile sind ja quasi dasselbe. So, und was wollen wir überhaupt hervorlocken? Jetzt die Sandwürmer oder was? Und warum überhaupt? Um die Viecher da wegzumachen oder was? Holy shit. Alles klar. Ein Moldora. Ja. Danke. Ich hatte keinen Plan, wie die Viecher nochmal heißen. Ja. Ein Moment. Ja, okay. Wir können Moldora links liegen lassen. Alles klar. Dann werden wir es auch tun und die Vorposten erobern, wie es hier steht. Let's go. Revali ist so cool. Einfach diese flächendeckenden Angriffe sind so nice im Kampf gegen diese schwachen Viecher. Gegen die Bosse sind jetzt nicht so nice. Aber auf jeden Fall, wenn man viele Viecher wegmachen muss, dann sind die extrem gut. Okay, dann wechseln wir mal den Charakter. Was aber irgendwie keinen Sinn macht. Ich meine, die anderen sind so weit von den Vorposten entfernt. Da können wir auch direkt mit Revali weiterzocken. Hier dürfte der nächste sein. Jawohl. Was? Jetzt sind die auf einmal hier? Impa und Zelda? Oder können wir die gar nicht zocken? Nee, ne? Die können wir dieses Mal gar nicht zocken. Ja. Da oben steht's auch. Wir können nur Link, Revali und Urbosa spielen. Hätte mich jetzt aber auch gewundert. Ja, okay, das habe ich nicht exakt so gedrückt, aber ja, was soll's. Revali gibt dir mal richtig aufs Maul. Und jetzt kann man hier in Stasis einpacken und richtig wegböllern.
war daran knapp, Revali. Was geht? Wir haben ihn richtig weggemacht. Der Sieg geht auf mein Konto. So, so. True. Gerudo-Messer, okay. Die Schwertbananen. Jawohl. Okay. Zwei von drei, hä? Okay. Ich hatte eben fünf gelesen, hab dann auf die Karte geschaut und drei Punkte gesehen. Dachte mir so, ja gut, vielleicht kommen da noch welche, aber anscheinend habe ich mich einfach nur bei der Zahl verschaut. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt stuck. Wie kommen wir denn da drüben hin? Hier rum? Ja, hier rum. Alles klar. Oh shit. Oh, das hat richtig Damage gemacht. Und ich könnte zwar jetzt auch... Oh nein, das war das falsche Modul. Ja, okay. Ich habe zwar... Ich habe zwar das Bombenmodul aus Versehen gedrückt, aber was soll's. Besiege Koga. Ja, als ob. Als ob. Den werden wir nie im Leben ganz besiegen können. Was ist das denn, Alter? Magnet? Ja, Magnet. Nein, nicht Magnet. Seht euch das an. Uff. Uff. Und ich glaube, gegen ihn werde ich jetzt auch mal die Spezialattacke verwenden. Die habe ich mir nämlich eben nochmal aufgehoben. Dachte mir so, nee, es lohnt sich bei denen nicht. Aber jetzt lohnt es sich. Wobei, er hat gar nicht wirklich Damage bekommen, ne? Ja, let's go. Das hat ihm richtig Damage gemacht. Hallo? Wurde ich gerade festgehalten oder was? Was ein Scheiß. Oh mein Gott. Okay. Und Cryo-Modul. Und das dürfte dann auch für ihn gewesen sein. Jawohl. Obwohl. Stimmt. Ist ein großer Boss, ne? Ja gut, dann hat er logischerweise noch eine zweite oder vielleicht sogar dritte Phase, aber ich denke, die dritte Phase wird nicht kommen. Hallo? Dass man sich manchmal einfach nicht bewegen kann. Richtig lächerlich sowas. Aber gut. Ich meine... Wenn man die Module benutzt, dann steht die Zeit still. Also von daher sollte man sich da eher weniger beschweren. Oh, was? Ich habe tatsächlich gut ausgewichen. Okay, interessant. Es war jetzt eher random als irgendwie vorhergesehen oder geplant, was auch immer. Aber cool, dass es geklappt hat. Let's go. Und Urbosa. Kein Bock zu kämpfen, oder was? Naja. Deine Geheimwaffe.
Ah ja, okay. Aua. Alles klar. Boah, leck das Spiel manchmal. Was soll das? Nintendo. Was habt ihr mit dem Spiel gemacht, verdammt nochmal? Ja, aber endlich kämpfte Obosa mal vernünftig mit. Anstatt hier... Uff, ja gut, das Modul war noch nicht ab. Aua. Und... Habe ich ihn überhaupt eingefroren? Nein! Was? Ich meine, ich visiere einen Gegner nicht zum Spaß an, ne? Das soll schon... vernünftig sein. Aua. Ja. Ja, komm. Hallenwald nochmal durch. Und starten dann vernünftig. Let's go. Holy shit. Das hat wieder richtig Damage gemacht. Und ich denke, das dürfte es jetzt auch endlich gewesen sein. Let's go. Solches Kraftzeug hat mich besiegt. Ja, sag ich doch. Wir werden ihn auf keinen Fall komplett besiegen. Wäre auch ein bisschen lame so früh im Spiel. Also war das schon abzusehen. Okay, die Frostmelone haben wir anscheinend gebraucht. Oh, stimmt. Die Outfits müssen wir uns noch anschauen. Tut mir leid, euch an einen solchen Ort zu rufen. Die Stadt befindet sich zurzeit in Aufruhr. Das macht doch nichts, Urbosa. Sei ganz unbesorgt. Die Jägerbande. Ihr habt sicher bereits davon gehört. Abtrünnige der Shika, die Wiederkehr der Verheerung Ganon planen. Diese Tunichtgute tyrannisieren das Gerudo-Tal. Wir dürfen ihrem Treiben nicht weiter tatenlos zusehen. Ich bin mehr als bereit, den Titanen zu steuern. Auch bist du zu wichtig, als dass ich dir meine Hilfe verweigern könnte. Tausend Dank, Urbosa. Wo ist sie denn wichtig? Ich werde ebenfalls meine Pflicht tun. Als Prinzessin von Hyrule. Prinzessin? Ja, hat ja gut geklappt. Nur ein einziges Wort von dir genügt mir, damit ich dir meine Stärke leihe.
Ja, sickes Ding. Du sagst also, dass du Reis ausgenommen hast. Nun wäre ich nicht gestört worden. Meine Erwartungen an dich waren von Anfang an nicht hoch. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Dem auch sei. Du, zeige mir die Zukunft. Wer ist das? Dieses Bild zeigt exakt, Zukunft sein soll. Ich werde nicht zulassen, dass irgendwer sie ändert. Ja. Fragen über Fragen. Wer ist das? Was ist dieses Gerät, was er da hatte? Dieser... Naja, dieses Relikt wahrscheinlich. Und... Können wir diesen Ort bereisen, an dem die waren? Das wäre cool. Urbosa, Königin der Gerudo. Als Königin der Gerudo ist Urbosa auch eine erfahrene Kriegerin und kann sogar über Blitze gebieten. Hochgeschätzt für ihr Können wurde ihr die Steuerung des Titanen Varnaboris übertragen. Sie war eine enge Freundin der verstorbenen Königin von Hyrule. Ja, cool. Und... massig neue Aufträge. Die wir logischerweise das war noch lange nicht alles. Erstmal alle erfüllen werden. Das muss ich im Kampf einsetzen. Oder zumindest das, was wir können. Eine großartige Sache. Jetzt verfügbar, Glitzerwelt. Ah, einen Laden. Okay, Edelsteinladen, okay. Ja, den kenne ich. Den kenne ich aus dem Hauptgame. Prima, gut gemacht. Also das war so viele Sachen abschließen können, nachdem wir nur einmal... Oh, nee, das können wir jetzt nicht mehr machen. Nachdem wir nur einmal diese Quest angenommen haben, das ist cool. Okay, da oben immer noch nicht. Ja, wahrscheinlich waren das dann Sachen, die wir auch vorher hätten abschließen können. Nur sie wurden uns wahrscheinlich noch nicht angezeigt. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen... war's das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal werden wir dann Urbosas Training machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.